So, okay. Na dann, nach kurzer kleiner, es tut uns leid, Verspätung, kommt jetzt die Kimono-Modenschau von der Frau mit dem Namen Dagmar Goldmann. Und die ganzen Kimonos, die vorgestellt werden, können auch am Stand unten in der Eingangshalle erworben werden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich denke mal, wir fangen an nach der Verzögerung. Gehen mal hier zur Seite. Okay, fangen wir an mit dem Modell Kazoom. Die Musik brauchen wir? An. Das nächste ist dann das Modell Misaki. Als nächstes kommt das Modell Anzu. Gefolgt von dem Modell Akira. Jetzt kommt das Modell Aoi. Und zum Schluss das Modell Akina. Thank you.
Ja. Wunderschöne Kollektion, eine wunderschöne neue Kollektion von Frau Dagmar Goldmann nochmals. Theaterschneiderin und Modeschneiderin, um es nochmal zu sagen. Ja, da das jetzt nicht so geplant war, dass es so spontan ist, weil das war drüben in der großen Bühne, in der größeren Bühne, haben wir jetzt hier leider organisatorische Probleme gehabt, weil die Mädchen hatten jetzt nicht mehr die Möglichkeiten, sich nochmal umzuziehen. Deswegen kommt heute leider nur diese eine Vorstellung. Sonst hätte es nochmal, also noch einen Kleiderwechsel gegeben, in Anführungszeichen. Genau. Ja. Also ich würde sagen, klatsch doch einfach nochmal für die hübschen Models und Tänzerinnen. Und auch nochmal für die tolle Designerin. Ja, Tipp, ich kann leider nicht so elegant tippen. Wo ist es da? Und zwar geht es jetzt um 17 Uhr dann weiter mit dem Cosplay-Casting. Und genau. Ja, wir freuen uns auf jedes Gesicht, das wir dann sehen können. Und Ich würde sagen, einfach noch viel Spaß weiterhin auf dem Japan-Festival und hoffentlich dann bis 17 Uhr.